Oh, vorab freue ich mich natürlich, dass ihr wieder dabei seid. Und wir befinden uns in Hearthstone im spielengewerteten Modus mit mir, dem Lean. So, in der letzten Episode habe ich mich so ein bisschen an eine Art Handlock, also es ist kein richtiger Handlock, sondern es geht so ein bisschen in die Richtung und fokussiert auch so ein bisschen auf den Reno Jackson. Schwierigkeit dabei, dass mir sehr viele Karten, die ein Handlock braucht, fehlen einfach. Zum anderen kommt dazu, dass ich noch nie Handlock gespielt habe und noch nie ein Handlock-Deck gebaut habe und auch den Schwierigkeitsgrad habe, dass ich den Reno Jackson so einbauen will, dass er quasi immer funktioniert, sprich von jeder Karte maximal eine. Und gerade für einen Handlock, für mich als unerfahrenen Handlock-Spieler, ist das so eine Sache mit Schattenflamme nur einmal. Verteidiger von Argos nur einmal, Antike Halbart nur einmal, Zwielichtdrache einmal, Geschmolzener Riese einmal, den anderen Riesen besitze ich gar nicht. Da geht's schon los. Uralter Wächter nur einmal, Sonnenzornbeschützerin nur einmal und also Sachen. Ne? Und lange Rede, kurzer Sinn: erste Runde war sehr knapp, zweite Runde war leider auch ein Lose, also letzte Folge war eine rein Lose-Folge. Sehr, sehr schade, aber so ist das nun mal. Und so geht's uns ja allen. Ne? Was soll ich euch Märchen erzählen oder euch Videos präsentieren, die gar nicht der Realität entsprechen? So. Ach ja, was mache ich denn jetzt mit euch? Ich weiß es gar nicht. Jetzt habe ich erzählt, was ich letzte Folge gemacht habe. Ich könnte natürlich, ich möchte mit dem Reno Jackson weiter ein bisschen spielen, weil ich glaube, ganz ehrlich, die Karte, die ist krasser, als viele Leute glauben. Und ich meine, die ist jetzt gerade erst raus, ein paar Tage, vielleicht eine Woche oder so. Ich habe noch nicht so recherchiert, ob den andere spielen und wenn ja, wie. Und also ich baue ja meine Decks grundsätzlich selber. Hab aber im Vorhinein gehört, dass das wohl eine sehr unbeliebte und schlechte Karte ist. Und ich möchte ihn eigentlich, ich möchte, dass er funktioniert. Genau wie der Beschwörungsstein. Ich möchte einen Weg eigentlich finden, den funktionell zu machen. Ich überlege schon, den eventuell beim Schurken einzubauen, dann Stealths drauf zu machen. Ich überlege schon, den eventuell bei einem Magier einzubauen, um dann, wo ist es denn? Um dann, na, sowas in der Art drauf zu machen. Benachbarte Diener können nicht das Ziel von Zaubern werden. So in die Richtung. Oder einfach mit Duplizieren arbeite und dann ganz viele davon ab und der Gegner irgendwann satt ist, die platt zu machen oder wie. Aber das Blöde bei dem Stein ist halt auch, dass er null Angriff hat. Das heißt, eigentlich müsste man den mit dem Defender von Argos oder mit so einer, wie heißt die nochmal hier, die 3-2-Klerikerin. Da. Mit sowas hier. Bisschen was draus machen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Lange Rede, kurzer Sinn. Wie gesagt, in der letzten Folge so ein bisschen Warlock gemacht, ausprobiert und jetzt hier mein legendäres, ja, ich möchte jetzt nicht übertreiben, aber mein gutes Zauberschadendeck, da habe ich ja auch schon ein bisschen dran gefeilt. Seit die Forscherliga raus. Ich habe so Juwelen-Skarabäus eingebaut. Ich habe hier die vergessene Fackel eingebaut. Habe ich noch irgendwas eingebaut? Ne. Und es ist, denke ich, an der Zeit, von meinem Zauberschadendeck Abschied zu nehmen. Zu einem späteren Zeitpunkt. Irgendwann werde ich das nochmal spielen, aber jetzt aktuell erstmal nicht mehr. Und ich möchte jetzt ein neues Magier-Deck bauen. Und zwar natürlich fange ich wieder an mit den Forscherliga-Karten. Die beiden sind natürlich absolut Pflicht. Die Karte ist richtig geil. Vergessene Fackel verursacht 3 Schaden. Mischt eine lodernde Fackel in euer Deck, die 6 Schaden verursacht. Das ist quasi wie einen, hier einen Frostblitz und einen Feuerball zusammen in einer Karte. Cool. Kann man nicht meckern.
Der muss auf jeden Fall rein. Jetzt ist natürlich schon wieder gefährlich, ne? Jetzt ist natürlich schon wieder gefährlich. Möchte ich den wirklich so einbauen, dass ich von jeder Karte nur eine habe? Weil die Fackel ist schon wieder so geil, da möchte ich ehrlich gesagt nicht drauf verzichten, die zweimal einzubauen. Ja, es ist schwer. Na, gucken wir mal weiter. Dann. Einmal keine Geschosse. Einmal Lanze. Ja, boah, vielleicht. Na komm. Einmal Wurm. Einmal Kanone. Ah, keine Explosion. Nee. Einmal Portal. Einmal die. Einmal das. Natürlich ein Beschwörungsstein. Ne? Zauberformeln. Jetzt der erste Diener, den ich einbaue, ne, da ist auch noch einer da. 2, 3 Mana Drop, 4 Mana Drop. Als Barriere, Spiegelgestalt. Wie viele Geheimnisse habe ich denn jetzt drin? Die kosten alle 3 Mana, ne? 2 Zauberformeln. Da sind viele Zauber im Spiel, ne? Das ist eigentlich. Schau doch, ne. Ne, ne, ne. Den vielleicht. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. 4, 5, 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
gerissen. Der ist noch an Bord nehmen. Mal gucken, was haben wir noch? Nee, nee. Wolframschild. Alexstrasse. So, eine haben wir noch. Die vielleicht, ne. Das ist alles nicht genug Power. Ich habe nicht genug Power. Nicht genug Power. Habe ich eigentlich nicht viel, ne? Ist das hier überhaupt gut, was ich mir hier überlege, oder ist das total am Murks? Sagt mir doch mal eure Meinung. Das ist hier totaler Quatsch, weil ich immer den vielleicht, ne? Oder den. Erdnüsse. Ja, komm. Nennen wir es Forscher Magier. Es ist eine Kurve zu sehen. Es ist von jeder Karte eine. Ich habe ein bisschen darauf geachtet, so ein bisschen Heal zu haben mit dem, so ein bisschen Defense noch durch das, ein bisschen Defense noch durch den Reno natürlich, ein Schlickspucker, ja, ein bisschen Schaden natürlich durch die ganzen Spells, hier Spiegelgestalt, Card Draw haben wir auch drin, instabiles Portal, ein bisschen Glück vielleicht, viele Zauber. Ja, Alexstrasza. Wir haben natürlich keinen Schrumpftyp hier, ne? Beschwörungsstein. Ich weiß nicht, Beschwörungsstein. Nee, ich glaube nicht daran, dass der funktioniert. Nicht bei dem Magier. Nee. Lieber so. Lieber so. So. Fertig. Ihr habt das Deck gesehen. Und der wird jetzt gespielt. Und ich hoffe so sehr, nach der letzten Folge, die so ein Fail war, dass ich jetzt nicht Vorführeffekt wieder auf die Nase kriege. Ne? Ich würde mich freuen, wenn das Deck jetzt mal ein bisschen fluppt, ne? Mal ein bisschen fruchtet. Und der Reno Jackson auf jeden Fall auch einen schönen Einsatz kriegt. Jada gegen Anduin. Gegen Priester. Das Licht wird den Sieg. Na gut, gucken wir mal. Mal gucken. Wie gesagt, seid mir nicht böse, ne? Spontanes Deckbau und Spielen im Video und so. Das ist auch immer mit ein bisschen Zeitdruck verbunden und immer ein bisschen, ihr seid ja immer live dabei. Ich mache mir ja vorher gar keine Platte. Hallo. Ich baue das ja immer mit euch zusammen und wenn ihr zu Hause im stillen Kämmerchen vom PC sitzt, dann ist das immer ein bisschen was anderes. Grüße. Da weiß man, es guckt einem keiner über die Schulter und dann hat man auch Zeit, dann möchte, weil ich möchte auch nicht ein Video, krass, Schattenwatch mehr. Ich möchte auch nicht, dass das Video eine halbe Stunde geht, wo ich nur ein Deck baue, ne? Das wäre ja ein bisschen übertrieben. Reise aus dem Jenseits.
Ja, danke, Kollege. Paolo 0505. Jetzt hast du mir hier durch Schattenwortschmerz den Mana-Wurm weggemacht. Und jetzt kann ich hier schön... Jetzt haben wir den Reno Jackson nämlich fast bei jeder Klasse dann dabei gehabt. Mit dem Paladin habe ich den schon ausprobiert. Mit dem Hexmeister habe ich den schon ausprobiert. Ich glaube, ich mache hier das Geheimnis. Das bietet sich gerade an. Und jetzt weiß er nicht, was er machen soll. Und wenn er jetzt was Schönes ausspielt, dann bekomme ich das. Geil. Das finde ich doch okay. Ich weiß, das sieht erstmal nicht so cool aus. Ist aber, weil ich wollte sowieso einen Ping machen, um den aufzupumpen. Dann wird er direkt gebufft. Ne? Ist doch schön. Ist jemand verletzt? Ein Portal wollte ich eh auch machen. Und dann passt das wunderbar zusammen. So, jetzt könnte ich sogar überlegen, ein bisschen mein Glück herauszufordern. Stellt euch dem Tod. Wäre okay, wäre bei beiden okay gewesen. Hätte Stud getroffen, hätte ich da angegriffen. Ne? Schattenwortschmerz Nummer 2. Kein Schattenwortschmerz mehr unterwegs. Oh, göttlicher Wille. Jetzt muss ich aufpassen. Ne? Das könnte mir gefährlich werden. Könnte eh. Na, was mache ich da jetzt? Portal, ne? Erstmal. Komm. Gib mir was Schönes. Aha. Richtig geil. Nebelrufer für 3 Mana. Kampfschrei verleiht allen Dienern auf eure Hand und am Deck plus 1 plus 1. Ihr könnt die Qualität nicht aufhalten. Oh yeah. Paolo. Paolo 05. Get wrecked. Oh Gott, ich sehe jetzt schon das Inner Fire, Junge. Er will mich one-hitten. Oh Gott, 24. Gut gespielt. Danke. Alexstrasza gezogen. Wir müssen den Sonnenbrunnen läutern. So ein Schlingel, ne? Gleich kommt das Inner Fire und dann hat er ein richtig krasses Teil. Ja. Boah, wat? Ah, ist jetzt natürlich bitter, ne? The Heal is real. Sagt man auch im Volksmund dazu. Okay. Na, dann kann ich nicht pingen, ne? Könnte auch eigentlich Face gehen, das ist eigentlich Quatsch, aber ich habe halt zu viel Respekt vor diesem Inner Fire Gedöne. Was könnte er machen, was mir bedrohlich wird? Eine Lichtbombe, ne? Obwohl eine Lichtbombe... Alter! Es geht denn ab? Okay. Warte mal, warte mal. Ich bringe Leben. Gut gespielt. Tja, hat er gedacht.
Ja, richtig cool. Also wenn das Deck gut läuft, dann muss ich davon noch eine Folge machen. Das ist euch ja wohl klar. Das ist euch ja wohl klar. Jaina gegen Thrall. Eure Zeit ist gekommen. Ihr habt es so gewollt. Ihr seid alle zu früh. Alle seid ihr zu früh. Hallo. Grüße. Ein Totem-Schamane bestimmt. Bah, übel, übel, übel. Okay, ihr könnt nichts machen, das ist doch schon mal was. Eines Tages wäre natürlich harte Verschwendung, wenn er die killt, aber was soll ich? Hallo. Pennen. Werde ich das Glück haben? Bestimmt nicht, ne? Probiere ich gar nicht erst. Wenn ich zweimal Fels treffe, dann ärgere ich mich. Da habe ich nochmal für ein geheimes Zauberform drin gespielt, ne? Oh. Okay. Jedi. Trade or no trade? Mein Reiz hier explodiert fast nie. Ja, das hast du dir gedacht, ne? Reno Jackson, Junge. Blöd, dass er den jetzt gesehen hat, ne? Ja, hallo, hier ist der Reno. Dann. Oh. Dann Ertreppe. No trade. Okay. Komm, triff einmal. Einmal. Warum denn? Ein echter Ritter. Ah, das ist echt bitter. Auch wenn er jetzt einen Heal-Totem hat, dann kann ich mich richtig ärgern, ne? Geil. Das ist geil. Das ist richtig geil. Der möchte seinen Schattentypen anscheinend nicht rausholen. Was meine Angst war. Das ist sehr, sehr geil. Ein sehr, sehr geiles. Ein sehr, sehr angenehmes. Ich glaube, der ist ein bisschen mehr im Bedrängnis als ich, oder? Schwer zu sagen. Tag, Tag, Tag. Ja, ja. Ja, das kann man machen. Stimmt. Verhexung. Oh, oh, oh. Das ist natürlich böse. Der kommt einfach nicht raus aus dem Stealth mit seinem Ding, ne? Hoffentlich ziehe ich gleich mal meine Lanze hier, die 8 Damage Lanze, die habe ich da auch eingebaut, ne? Hoffentlich. Ja, auf Ansage, Junge. Lanze auf Ansage. Okay. Das ist die Lanze auf Ansage, Boys und Girls. Die Lanze. Jetzt denkt er sich nämlich, oh, ich bin außer Feuerball-Range gleich. Und dann kommt die Lanze. Ach, komm schon, echt jetzt? Das ist nicht fair. Jetzt holt er den raus, oder? Komm. Komm, der juckt seine Finger, ich weiß es doch. Hol ihn raus. Macht der Tote. Ja, ja, es juckt ihn. Jetzt holt er den raus. Ach, schade. Schade, schade,
Schade. Was haben wir denn hier? Wir hätten 3. Fünf Sinne. Ich frage mich, ob. 6, 7, 8, 9, 13. Hä, wie komme ich auf 15? 6, 7, 8, 9, 13. Na gut. Ich das frage geht mich nicht. Ob. Ja, so können wir es machen. Ja, natürlich doof. Jetzt habe ich nichts mehr, um die Eislanze zu triggern, ne? Ach komm, das geht auch so. Oh, Tote im Golem. Alles klar. Die Elemente werden euch vernichten. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, mein Freund. Ich glaube nicht. So. Grüße aus dem Jenseits. Put. Ja, pump ihn noch ein bisschen. Pump up the map. Pump it up. Leg diesen Apfel auf euren Kopf. Hör mal, der ist schon aus der Flammenlanzen-Range. Was hat er vor? Ah. Gut gespielt. Gut gespielt, Mann. Richtig gut gespielt. Richtig gut gespielt. Hallo. Ja, das muss ich ihm unbedingt noch zeigen. Ups. Stellt euch dem Tod. Die Elemente werden euch War das jetzt ein Fehler? Ja, es war. Du Junge. Bitte nicht. Das darf doch nicht wahr sein, Junge. Lose ich jetzt ab, oder was? Ey, wenn der gleich einen Reno Jackson hinlegt, ne, dann raste ich aus. Oh! Ey, ich hab den Sieg in der Hand gehabt, ne? Was soll das denn? Hätte ich bloß den Feuerball nicht gemacht. Wie viel macht er mir gleich? 15. Meine Magie wird euch in Stücke reißen. Die Elemente werden euch vernichten. Ey, so ein Lacker, Junge. Ich bin so mies. Check ich nicht. Ey. Hätte ich bloß den Feuerball behalten. Oh, come on. Ja, kill ihn doch, du kriegst ihn doch eh wieder. Legt diesen Apfel auf euren Kopf. Das darf nicht wahr sein, ne? Das darf einfach nicht wahr sein. Ist das Kälteschaden? Ich frage mich. Nee, ne? Friert ihn ja nicht ein.
einfach nicht wahr sein, Junge. Ich mein Feuerball schon benutzt? Ja, ne? Ja. Die Eislanze auch. Ich hab keinen Direct Damage mehr, ne? Wer sich mit dem Stier anlegt, kriegt die Hörner zu spüren. Das ist doch nicht fair. Meine Magie wird euch verstehen. Das darf doch nicht wahr sein. Ja. Mann. Gut gespielt, Leute. Das war jetzt ein Win and Lose, wenn ich mich nicht täusche, ne? Nächste Folge geht's weiter.